Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Das Thema Seilwaschen bzw. das Wässern von Seilen, das ist auch ein Thema, das ich heute mal ein bisschen anschneiden möchte, durch mein Video, was ich euch hier oben verlinkt habe, wo ich den einen Eisenturm runtergegangen bin, habe ich ja gemerkt, dass mein ID nicht so richtig gut auf mein neues Bielseil funktioniert, beziehungsweise dass ich da abgerutscht bin. Dann habe ich mich in das Rabbit Hole begeben und habe mal geguckt, was zum Thema Seilwaschen drin ist oder warum das das ist. Und da kamen immer wieder die Tipps, man soll sein Seil vorher 24 Stunden wässern. Ich habe mich dann mal ein bisschen erkundigt und habe mal versucht herauszufinden, ob das auch wirklich so ist, weil ich habe davon vorher noch nie was gehört. Und das, was ich bis jetzt herausgefunden habe und warum ich heute mein Seil wasche bzw. wässere, erkläre ich dir in diesem Video nach dem Intro. Bis gleich. Wir befinden uns heute hier in meiner geheimen Waschküche. Warum mache ich das genau hier? Weil ich hier enthärtetes Wasser habe. Also wir haben hier ein ziemlich hartes Wasser und hier habe ich die Möglichkeit, enthärtetes Wasser zu benutzen. Und deshalb werde ich mein Seil heute mit enthärtetem Wasser einmal durchspülen und wir gucken dann mal in den Eimer rein, was dabei rauskommt. Und nach der Trocknung, die ich hier auch schonend machen kann, so wie es vorgeschrieben ist, liegen trocknen, nicht mit zu viel Sonneneinstrahlung oder mit keiner Sonneneinstrahlung und auch nicht auf der Heizung oder sowas, ist das hier ideal, um das Seil entsprechend trocknen zu lassen. Warum soll man Seile wässern? Ich habe mich erkundigt und habe dann mit Beal gesprochen und von dort habe ich die Infos, dass durch die Herstellung von einem solchen Seil die einzelnen Fasern und die einzelnen Fäden durch die Spinnmaschine oder durch die Seilproduktionsmaschine laufen und alles in so kleinen Ösen eingefädelt ist, damit das sauber läuft. Und diese Ösen sind geölt, und damit das einfach reibungsloser durchläuft. Dieses Öl setzt sich halt auch an einem neuen Seil ab, beziehungsweise an einem neu produzierten Seil. Und aus diesem Grund soll man es laut Beal einmal durchspülen. Das würde bedeuten, es würde lang, wenn man das einmal unter Brausewasser, also unter Duschwasser abspült oder halt kurz einwässert und dann entsprechend trocknen lässt. Ich bin mal gespannt, ob das wirkt und ob das was ist. Also so ist das Seil im ursprünglichen Zustand. Es ist sehr weich, es ist jetzt einmal gefahren worden auf 30 Metern und funktioniert eigentlich sehr gut, außer dass mein Abseilgerät, mein ID, da durchgerutscht ist. Wir werden das jetzt mal wässern und dann erzähle ich euch, wenn ich damit geklettert bin wieder, was dabei rausgekommen ist. Ich habe mir irgendwann mal eine Seilwaschbürste in China bestellt und habe die aber eigentlich noch nie benutzt. War ein ganz günstiges Ding gewesen. Hat irgendwas so um die 3 Dollar gekostet. Damit werde ich das Seil dann auch nochmal durchziehen, damit es halt entsprechend auch nochmal mechanisch ein bisschen gereinigt wird oder beziehungsweise mechanisch behandelt wird. Und dann lege ich zum Trocknen und spült halt einmal durch und wir schauen mal, wie das Wasser dann aussieht, ob das milchig wird oder sonst irgendwas. Ich habe nicht viel darüber gefunden, dass man Seile wässern sollte. Grundsätzlich habe ich eigentlich gar nichts dazu gefunden, um irgendwelche Tenside oder irgendwelche Produktionsrückstände auszuwaschen. Das Einzige, was ich richtig gefunden habe, ist, dass man Seile wässern sollte, wenn man vorhat, sie zu kürzen und man auf eine bestimmte Länge angewiesen ist an einem Seil. Also angenommen, man nimmt ein 50-Meter-Seil oder man braucht ein 50-Meter-Seil genau und würde das abschneiden und dann erst wässern, dann kann das je nach Seil bis zu 7% an Länge verlieren und deshalb würde man es vorher wässern und dann erst abschneiden, weil sich das durch das Wässern entsprechend geschrumpft hat. Das ist das Einzige, was ich auf der Petzl-Homepage gefunden habe dazu, aber nie irgendwie, um Produktionsrückstände auszuwaschen. Ich habe es vorher auch noch nicht gehört,
Beal hatte 2017 mal eine Information auf ihrer Homepage. Die fehlt im Moment dort, weil die Homepage überarbeiten und es gibt offiziell noch gar nicht wieder zu finden auf der Beal-Seite. Ich bin nur über einen entsprechenden Forum-Eintrag darauf aufmerksam geworden, aber da hat leider der Link nicht funktioniert. Viele erzählen, dass man das Seil wässern sollte, 24 Stunden. Wie gesagt, ich habe davon noch nichts gehört. Ich mache es aber heute trotzdem mit einem Seil, um einfach auszuprobieren, ob es wirklich so ist und wie sich das Seil dann hinterher verhält, ob ich jetzt eine Veränderung spüre. Also, Wasser im Bottich, los geht's. Ich verwende jetzt zum Waschen einfach so einen handelsüblichen 10 Gallonen bzw. wie viele Liter gehen hier rein. Gartentube, ein nagelneues Ding. Da kommt das Seil jetzt rein, dann fülle ich das mit enthärtetem Wasser auf, wasche das ein bisschen durch, ziehe das einmal durch die Bürste, versuche es so gut wie möglich wieder abzustreifen, damit nicht so viel Wasser drin bleibt und dann lege ich es zum Trocknen aus. Wie gesagt, ich benutze hier einfach enthärtetes Wasser. Ob das jetzt Vorteile oder Nachteile hat, weiß ich nicht. Ich habe halt hier die Möglichkeit, enthärtetes Wasser zu zapfen. Und dann will ich das nutzen, dann habe ich da wenigstens keine Kalkrückstände oder irgendwelche solche Dinge drin, weil das einfach enthärtetes Wasser ist. Also wie gesagt, es ist enthärtetes Wasser. Ich tauche das jetzt ein bisschen, das Seil, also es ist auch kaltes Wasser. Das Seil war jetzt noch nicht in irgendeiner Benutzung, also ich habe es schon mal benutzt am Turm, das habt ihr im Video gesehen. Es war aber noch auf keinem Baum drauf, deshalb ist es nicht irgendwie, hat es nicht viel im Dreck gelegen oder sowas, dass jetzt da irgendwelche Dreckpartikel ausgespült werden. Und ich will einfach mal sehen, wie sauber hinterher das Wasser ist, ob man da irgendwas sieht. Also das ist eine ganz nur handelsübliche Seilbürste, wo man das Seil einfach durchsteckt und dann kann man es einfach durchziehen. Das Schöne daran ist, das streift natürlich auch gleich das Wasser ein bisschen mit aus und dann ist das Seil wieder feucht, aber nicht mehr so klatschnass, dass es besser trocknen kann. Also 60 Meter da durchziehen. So, das Seil ist jetzt einmal durchgezogen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Wasser aussieht. Und dann werden wir das Ganze noch einmal machen. So, schauen wir mal, was in dem Wasser jetzt drin ist. Und ich habe jetzt extra mal ein Glas genommen, damit man es besser sehen kann. Ich ziehe mir jetzt hier eine richtige Probe. Sieht ein bisschen trüb aus. Gucken wir mal nach dem Ergebnis. Also man sieht, dass das Wasser ein bisschen milchig geworden ist, ein bisschen trüb. Ich zapfe mal ein Originalglas. Das ist richtig sauber und klar. Also das ist schon was abgegangen vom Seil. Seil waschen. Schauen wir mal, beziehungsweise Seil wässern. Wir waschen das Seil immer nicht.
Jetzt machen wir das ganze Spiel nochmal. Altes Wasser raus, Bottich ein bisschen ausschwenken und neues. Das Seil wieder rein, wieder Wasser drauf und das gleiche, den gleichen Vorgang nochmal. So, Runde 2 des fröhlichen Wässerns. So, das Seil wurde jetzt ein zweites Mal gewässert. Jetzt hat so 10 Minuten mal im Wasser gelegen. Jetzt haue ich die Seilbürste wieder drum, ziehe es noch einmal ab. Dann schauen wir noch mal nach der Wasserqualität. Und dann legen wir es zum Trocknen aus und dann schauen wir mal, was bei rumgekommen ist. Das Wasser sieht wieder so milchig aus. Hier nochmal das Testglas. Es ist immer noch milchig ein bisschen. Also vielleicht würde sogar noch mal ein drittes Mal was bringen. Ich belasse es aber jetzt bei den zwei, weil es ist auch anstrengend. Und dann hoffen wir mal, dass das vielleicht besser wurde. Das Seil, was jetzt noch, lege ich jetzt hier aus. Hier kann es dann liegen bleiben übers Wochenende zum Trocknen. Und dann schauen wir mal, wie schnell es trocknet und ob es dann nächste Woche pünktlich zum Urlaub wieder einsatzbereit ist. So, das Wochenende später, beziehungsweise das Wochenende ist jetzt gelaufen. Jetzt gucken wir mal, ob das Seil trocken ist. Sollte eigentlich. Es hat ja jetzt hier gelegen, das habt ihr ja schon gesehen. Es fühlt sich jetzt vom Dings her, fühlt sich trocken an. Ich packe es jetzt wieder in meinen Sack und dann werde ich das in Schweden dann mal ausprobieren. Aber es gibt noch eine kleine Zwischeninfo von der Firma Teufelberger, dort habe ich auch natürlich nachgefragt, was die zum Thema Seilwässern zu berichten haben oder irgendwie die Meinung davon. Und mein Kontakt bei Teufelberger hat mir gesagt, dass sie nicht empfehlen, das Seil zu wässern und dass es auch nicht gewässert werden muss. Es würden manche wässern, weil, und das hatte ich vorhin schon im Video schon erwähnt, dadurch das Polyamid halt schrumpft und das Wasser durch die Wasseraufnahme von dem schrumpft es halt und wird dadurch ein bisschen härter. Und dadurch wird das Seil halt ein bisschen griffiger, wenn es ein weiches Seil ist. Zu dem Umstand mit dem Bealseil konnte er mir natürlich nichts sagen. Ich habe ihm ja natürlich auch nicht gesagt, um welches Seil es sich handelt. Und da hieß es halt nur, okay, wenn es 11 mm ist, hat es denn auch wirklich 11 mm. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Auch wenn es 10,5 hätte oder sowas, müsste es normalerweise im ID richtig laufen. Also ich bin der Meinung, dass viele Leute dazu eine Meinung haben, aber 1000 Meinungen, 1000 unterschiedliche Dinge interpretieren und sowas. Also ich werde meine Seile in Zukunft auch nicht wässern. Da bei dem schaue ich mal, was passiert jetzt, ob diese 10 Minuten im Wasser oder dieses zweimal durchspielen, ob das überhaupt was gebracht hat. Ich werde es aber auch nochmal mit einem anderen Abseilgerät probieren und vielleicht habe ich die Möglichkeit in Schweden auch noch ein neueres ID oder sowas. Mal gucken, was der Kollege mitbringt, das zu auszuprobieren, damit ich das einfach mal testen kann. Ich halte es euch auf dem Laufenden. Bedanke mich, dass ihr das Video geguckt habt und wenn ihr Spaß an solchen Videos habt, dann abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert unten in den Kommentaren, schreibt mir da, was ihr bedenkt oder was ihr denkt darüber. Vielleicht machen wir ein neues Video und vielleicht gibt es demnächst auch wieder mal ein Gear-Video. Also bis denn, die Hebeanlage geht wieder an.
Macht's gut, tschö.